Ja, hör ich ja mal und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe zu Guild Wars 2. Diesmal nicht mit dem Wächter, auch nicht mit dem... Was sind das überhaupt? Mesmer? Und auch nicht mit der Wächterin, die ich mir noch hochgezogen habe, weil ich Wächter so toll finde. Also ich wurde ja jetzt viele, viele, viele Male darum gebeten, doch bitte, bitte noch ein Let's Play mit einem anderen Charakter anzufangen. Jetzt ist das Problem, dass ich bisher immer, also ich hatte hier natürlich schon mehr... Und immer mal wieder was ausprobiert, immer die Lust verloren habe, so ab Level 20, 30. Das heißt, ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich mache vielleicht kein komplettes 1 bis 80 Let's Plays, sondern ein 1 bis 10, 1 bis 20. Schauen wir mal einfach, wie so die Lust ist, wann sie mir vergeht. Ja? Und... Aber es spricht ja nichts dagegen, mal einen neuen Charakter einfach anzuspielen, vielleicht auch hochzuspielen. Vielleicht bekomme ich ja dann über den Lauf der Zeit noch mehr Lust, den auch tatsächlich zu spielen. Denn natürlich will ich eigentlich die ganze Zeit schon neue Charakter auf Stufe 80 hochhauen. Aber irgendwann merke ich, der Wächter ist das einzig Wahre für mich. Ja? Deswegen ja hier auch eine Stufe 43 Charakterin, wo ich mir gedacht habe, ich... So im Welt gegen Welt, der schaut immer so wenig mächtig aus, der kleine Mann hier. Ja, obwohl ich ihn total putzig finde, aber die Schwerter gucken nicht mächtig aus und alles. Und deswegen habe ich mir gedacht, da mache ich jetzt halt was Größeres, mit dem ich dann irgendwann mal im Welt gegen Welt spielen kann, wenn ich denn mal soweit bin. Aber nichtsdestotrotz, jetzt machen wir mal einen neuen Charakter. Und ich habe mir gedacht, wir machen einen Menschen, und zwar einen Krieger. Ich weiß, das ist vielleicht eine der Klassen und Rassen, die am häufigsten gespielt werden. Aber ich möchte wieder einen Nahkämpfer. Das macht einfach am meisten Spaß. Da liegt der Krieger sehr nahe. Und ganz ehrlich, er passt einfach zum Menschen am besten. Und deshalb machen wir das auch. Ja, ich möchte, wenn dann, einen haben, der schick aussieht und toll wirkt. So. Gut, Körpergröße. Also mittel, hä? Mittel. Aber auf jeden Fall dünn. Oder... Ja, schlaksig auch nicht. Ja, das nicht, nein. Das da ist eigentlich schon okay. Das oder das? Also das nicht, nein. Das, naja. Das da ist sehr athletisch. Nehmen wir doch den. Kopfoptionen. Gesichter und Haarfarben, wir fangen mal an mit der Frisur. Was nehmen wir denn da? Ah, also nichts Langhaariges, das auf keinen Fall. Das wäre irgendwo lustig, fände ich. Nein, nein. Das wäre auch okay. Das hier wäre auch okay. Ne. Also ich weiß nicht, ich glaube, dann nehmen wir den. Ja. So, ein Bärtchen. Da bin ich, glaube ich, der Drei-Tages-Bart-Typ. Obwohl mein Bart mittlerweile eher langsam, aber... Naja, nee. Nicht ganz, aber in die Richtung geht's. Das wäre doch okay hier so, hm? Also der oder... Ne, der nicht. Das ist bubihaft. Der hier oder der hier? Ich glaube, der gefällt mir der hier besser. Nimm mal den. Okay, Gesicht. Das hier sieht schon mal ganz gut aus. Nein, nein. Das hier ist natürlich sehr gut, aber... Hm. Was sollen diese Blutdings da? Ich glaube, wir nehmen den. Der hier ist gut. Okay, und gab es hier noch irgendwo die Augenfarbe? Hier. Was gibt's denn da? Gibt's da rot oder? Nee. Nehmen wir doch mal grün, hä? Oder wir nehmen einfach nur so ein... Schwarz. Ne, ich glaube, wir nehmen mal ein Grün. Hier, so ein Mittelgrün.
Oder Blattgrün? Blattgrün. Es soll ja noch halbwegs irgendwie ansatzweise natürlich aussehen. Also ich meine, grün ist ja schon absurd, aber dann noch bitte so, dass auch noch passt. Okay, Nase. Oh Gott, wir lassen alles voreingestellt, würde ich behaupten. Ja. Achso, die Haarfarbe. Soll man die so lassen? Das ist natürlich schon cool. Grau. Also blond nicht, nein. Rothaarig wäre noch interessant. Schokoladenbraun. Das hatte ich, glaube ich, beim Mesmer auch schon. Beim Mesmer sage ich schon, beim Azura. Schwarzgrau, hä? Ja, machen wir schwarzgrau. Gut. Kinn, Mund, passt. Rüstungsfarben. Ebenholz, oder? Oder was gibt's denn hier? John, Ton. Antikgold. Antikgold ist natürlich schon... Hätte was. Oder matter Stahl. Einfach matter Stahl, hm? Und das hier ist ja mehr eine Lederfarbe. Das sollte man dann auch irgendwas Ledernes aussuchen. Karamell? Oder wir nehmen einfach Rot. Rot ist immer gut. Okay. Matschstahl, Rot. Okay. Halt, was ist denn das da? Das ist doch... Nee. Wieso kann ich denn die Farbe nicht verändern hier? Ja, so ein Krampf. Okay. Naja, ist doch ganz schick, oder? Auf dem Schlachtfeld trage ich bla bla, dass man mich erkennt und mir Respekt. So ein Bobhelm will ich eigentlich nicht. Ja. Respekt. Gesicht schauen kann? Nö. Ja, wahre Krieger brauchen keine Helme. Genau. Das nehmen wir. Jetzt schauen wir noch schnell, dass wir das rüstungstechnisch anpassen. Gut. Nicht Lachs, sondern Rot. Okay, das sieht doch okay aus, würde ich behaupten. Schwierige Situation meister ich mit Charisma, Würde oder mit Wildheit. Wir machen diesmal Wildheit. Wildheit. Gewalt bringt mich weiter. Ich bin auf der Straße bei einfachen Leuten oder im Adligen. Oh. Bei einfachen Leuten, hä? Oder bin ich so Gassen? Ach komm, ich bin auf der Gasse groß geworden. Zu den Dingen, die ich am meisten bereue, gehört, dass ich Eltern unbekannt, tote Schwester oder verpasste Gelegenheit. Ja, also das nicht wirklich. Wobei, ich glaube, das ist eine ganz lustige Storyline und deswegen machen wir die. Ob ich der Zirkus jetzt überhaupt nicht reizt. Aber das hier habe ich schon gespielt. Und das hier glaube ich aber auch schon. Insofern machen wir mal Zirkus. Zirkus klingt gut. Okay. Twiner. Heilung und Luft des Lebens. Gleich mit dem Urlaub der alten Götter. Grant. Nee, den nehmen wir nicht. Balthasar. Das wäre vielleicht was. Melandro auf keinen Fall. Lysa. Der Ordnung des Geistes und der Wahrheit. Ich bin der Ritter, das ist gut. Okay, nehmen wir. Und jetzt geht's um die Namensfindung. Ich habe mir was überlegt, mal gucken, ob das noch frei ist. Wahrscheinlich nicht. Der dunkle Harald. Er ist frei! Ist ja der Wahnsinn! Einst herrschten die Menschen über Tyria. Jetzt können wir kaum die Stellung halten. Man hat uns bezwungen, zurückgeworfen und erniedrigt. Aber wir geben nicht auf.
So viele Nationen sind gefallen. Nur Kryter bleibt standhaft. Wir sind stark im Glauben, obwohl die Sechs schweigen. Wir werden tapfer Widerstand leisten in Götterfels. Die Stadt ist mein Zuhause. Ich bin auf der Straße aufgewachsen. Ich habe zwar Freunde, aber ich hatte es nie leicht. Diese Stadt hat alles versucht, um mich unterzukriegen, aber ich habe es ihr gezeigt. Ich lebe nicht länger von der Hand in den Mund. Denn hier herrscht Krieg und ich werde mich zur Wehr setzen. Heute habe ich Götterfels verlassen, in der Hoffnung auf mehr Glück außerhalb der Stadt. Das Dumme ist, als ich Shaemor erreichte, wurde das Dorf von Zentauren belagert. Unschuldige Dorfbewohner sind in Gefahr. Sie brauchen Hilfe. Ich kann auf mich selbst aufpassen, aber das genügt nicht. Jemand muss denen helfen, die es nicht können. Oh yeah. Das ist meine Geschichte. Okay, ich entschuldige schon mal, dass der Ton so leise ist. Ich habe nicht bedacht, dass alle Einstellungen ja... Naja, dass ich die ja alle runtergeregelt hatte, nachdem ich nicht mehr so häufig Let's Plays zu Guild Wars 2 aufgenommen habe. Dementsprechend nicht mehr wichtig war. Das machen wir als allererstes. Schnell etwas die Soundoptionen. Machen wir einfach gesamt ein bisschen lauter. So. Okay. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Ich bin ein Krieger. Alle rüber zum Gasthaus. Wir beschützen euch im Gasthaus. Zum Gasthaus. Dann gehen wir doch da mal hin. Wo ist denn das? Da vorne. Was habe ich denn hier? Wilder Satz. Sehnenschnitt. Okay. Komm her. Für die Tamini. Du, ich gebe dir gleich einen für die Tamini. So. Für den Dark Harald. Yeah. Heißt ich jetzt wirklich Dark Harald? Habe ich das jetzt wirklich... Hat das geklappt? Oder habe ich mich verschrieben? Ich wundere mich ja wegen, dass das noch keiner genommen hat. Der Dark Harald. Komm, bevor wir da ins Gasthaus gehen, dann machen wir erst einmal... Oh, was ist denn hier? Adrenalin und das kann ich dann... Aha. Dann schauen, machen wir das doch mal. Oh, lustig. Lustig. Okay. Und jetzt habe ich das da und er macht einen Satz. Okay. Geht auch auf jeden Fall schon mal sehr schick. Ja, kann man sich nicht beschweren. Okay, wir gehen mal weiter. Oh, was haben wir hier? Warte mal. Oh, das nehmen wir. Und das. Zack, 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 zack. Löschen. Ausrüsten. Und den rufen wir doch gleich mal, den lieben Bankier. Denn irgendwo in meiner Bank befinden sich Kronen. Ich hab's gewusst. Okay. Ey, ich bin hier gerade am Einkaufen, du Simpel. Hinfort. Bam. Yay, Sehnenschnitt. Okay, jetzt kann ich das ausrüsten. Ich habe Angst. Wo ist Papa? Oh, dann habe ich da schon eine schöne große Tasche. Wunderbar. Halt einmal. Komm mal her. Da habe ich doch noch ein bisschen Silber, habe ich doch extra beiseite gelegt. Also ich habe natürlich mehr an den Charakter, aber ich habe mir gedacht, nee, das soll genügen. Wir wollen ja nicht übertreiben mit dem Hochpumpen durch einen anderen Charakter. Und ja, ach so, jeder, der das hier zum ersten Mal sieht und mich gar nicht kennt, ich habe natürlich einen Wächter-Let's Play gemacht. Und das ist 350 Parts lang oder so. Das könnt ihr jederzeit natürlich anschauen. Feldwebel, noch mehr Zentauren auf der anderen Seite des Dorfes. Hauptmann Thackeray fordert Verstärkung bei der Festung an. Wenn er Hilfe anfordert, muss es ernst sein. Aber ich kann niemanden entbehren. Ich gehe hin. Hauptmann Thackeray war immer für Götterfels da. Ich werde ihm helfen, wo ich kann. Balthasar segne euch. Mit dieser Einstellung siegen wir. Viel Glück. Ich bin ja so nett. Okay, also dahinter soll ich jetzt latschen.
Und mit dir? Dies sind gefährliche Zeiten. Das sind sehr gefährliche Zeiten. Sehe ich schon. Vor allem für die Gegner. Was hat das jetzt gemacht, diese Sehnen? Ach, verkribbelt. Okay, das ist ja cool. Aha, ich bin ein super schlechter. Aber es bringt ja alles nichts, was ich mache. Ja. Ich weiß nicht, wie man das erste Mal gespielt hat. Da gab es noch XP fürs Töten von Gegnern. Und kleine Säcke und so. Gibt's aber alles nicht mehr. Keine Beute mehr im Tutorial. Okay, wir müssen dahinter. Brauche ich nicht zu tun, als würde ich es nicht kennen. Wie gesagt, habe ich schon mal zwei Menschen angespielt. Aber ich, ehrlich gesagt, um ehrlich zu sein, habe ich Menschen am häufigsten angespielt, ja. Ich glaube sogar 3-4 Mal. Das heißt, ich kenne das Anfangsgebiet wirklich in- und auswendig. Aber es ist halt, es macht Spaß. Ja? Ey, bleib da. Okay, helft bei der Verteidigung der Festung. Mach mal. Mach mal alles. Wir tun. Oh! Der Fehler. Ey. Achso, ich könnte da mal in meiner Kiste bald reden. Gut. Weil das gibt ja jetzt immerhin einen Plünderbonus. Ja. Sollte man nicht vernachlässigen, sowas. Ich werde weiterleben. Yeah! Was habe ich denn da überhaupt? Heilende Woge. Die Dwiner kann ich wieder anbeten. Das können die Menschen, die haben da so eine Heilfähigkeit. Gebet an Dwiner. Das wird total schlecht, meines Erachtens. Da kann mir da jemand einmal den Grund erklären, warum wir das auswählen sollten. Ihr werdet gebrochen. Die kommen doch auch nicht an uns vorbei. Ich weiß gar nicht, was du willst. Achso, und du bist der. Genau. Dämonist oder so. Und du bist der Dieb. Dieb, Dämonist, Krieger. Der dunkle Harald. Ist schon nicht schlecht. So, hat sich's jetzt dann einmal langsam. Können wir da mal das Türchen öffnen? Und wie lange dauert es da noch? Hm? Ah, jetzt da. Okay. Jawohl, wir helfen dem Hauptmann. Aber gerne doch. Gegen die Popelzentaurin. Was ist das da eigentlich? Gefängnis? Ja, lasst sie alle kommen. Ich bin der mächtige dunkle Harald. Ich mache euch alle platt. Ja? Machst du das irgendwie Bonusschaden, wenn er von hinten anspringt? Nö. Okay, und das macht Bluten die ganze Zeit. Okay. Zu mir! Die weichen zurück! Nicht nachlassen! Wo weichen denn die zurück? Was siehst denn du schon wieder für das Spiel?
ist ja unglaublich. Mach mal die Augen auf, du Logan. Du bist doch der immer davonläuft. Genug. Ja, grüß uns. Ich werde mich selbst. Erfrischend. Glaubt ihr, Menschheit, etwa ihr könntet mich besiegen? Ja. Ich hab's gehofft. Und da kommt der erste große Boss. Yeah. Bei allen sechs Göttern, was ist das? Das ist ja riesig. Das ist eine Bedrohung, Soldat. Wir werden die Königin. Ja, für die Königin vernichtet sie, Angriff, was auch immer. Mach mal kaputt. Erledigt die Riesenhände. Dann stürzt das ganze Ding in sich zusammen. Ich stürf nicht. Achtet auf Trümmer! Haltet die Köpfe unten! Irgendwie nimmt das keine Blutungen. Ich bin sehr erschöpft. Ich bin mehr als erschöpft. Ja, ja, jetzt. Also mit der Ruhe. Ich hab mich unterbrochen. Ah, die linke Seite. Ach, die rechte habt ihr auch schon. Es lebt noch. Seht euch vor. Ich glaube, es explodiert. Oh mein Gott. Das Let's Play ist schon wieder vorbei. Alles vorbei. Ich hab verloren. Tja, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Wo bin ich? Was ist passiert? Ihr wurdet verwundet, als der Elementar explodierte. Hauptmann Thackeray hat euch persönlich hergebracht. Ihr wart 3 Tage ohne Bewusstsein. Ihr hattet viele Besucher. Bürger, die ihr gerettet habt. Einige Seraphen und einen zwielichtigen Kerl, der jeden Tag kam, aber seinen Namen nicht sagen wollte. Du hast große Brüste. Das klingt nach meinem Freund Quinn. Ihr solltet eure Vorräte überprüfen. Ich werde ihn fragen, was er wollte, sobald es mir besser geht. Ich glaube, mein Held starrt auch irgendwie drauf. Frische Luft und Bewegung sind die beste Medizin. Die Göttin Dwayna hat euch geholfen. Vielleicht könntet ihr anderen helfen. Das werde ich. Danke, dass ihr euch um mich gekümmert habt. Mögen die Götter euch segnen. Im Tal ist vieles zu tun. Dwayna schütze euch. Aber ich bin doch überhaupt nicht bei der Dwayna. Sowas. Okay, wir nehmen das Shit. Was kommt jetzt? Ein Stufenaufstieg. Okay. Das war doch jetzt einmal eine total spannende erste Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit dem lustigen, dunklen Harald. Bis demnächst. Tschüss.